Willkommen auf meinem Kanal Streampunk und auch willkommen zu einer neuen Ausgabe auf meinem Kanal. Zunächst wie immer mein Hinweis, bitte abonniere meinen Kanal und aktiviere die obere Glocke, nur dann wirst du rechtzeitig informiert, wenn es hier neue Inhalte zu sehen gibt. Ja, liebe Punks und liebe Leute, ich habe einen Artikel gefunden, also da fällt euch nicht mehr viel zu ein, der ist aus dem Jahr 2018. Der ist vom Spiegel und der beschreibt die Gesundheitskrise mit der Schweinegrippe im Jahr 2009. Und da gehen wir gleich rein, weil das ein Artikel ist, wo man denkt, Mensch, eigentlich äh, hätten wir diese Art der Berichterstattung ja seit 2019 äh, gerne haben können, ja. Und es ist sehr entlarvend, weil der Spiegel auch in der Rückschau zeigt, dass er es gewusst hat. Ja, Sie haben ja seit 2020 in unserer jetzigen Gesundheitskrise alles so getan, als wenn Sie, als wenn Sie das alles nicht verstehen, ja, als wenn Sie auch die Querdenkersprüche nicht verstehen. Und da schauen wir jetzt gleich einmal rein. Und am Ende zeige ich euch eine tolle Aktion des ZAAVV. Wenn ihr da Lust habt, irgendwie mitzumachen, eine ganz tolle Sache. Und nun etwas Werbung in eigener Sache, da ich meinen Partnerstatus bei YouTube gekündigt habe, weil ich nicht möchte, dass eure Spenden in deren Hände fließen, habe ich mir etwas ganz Neues einfallen lassen. Wer mich also unterstützen möchte in Zukunft, der kann das gerne über meinen Patreon-Kanal tun. Äh, Patreon, da seid ihr dann StreamPunks Pate. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, einmal 5 Euro im Monat. Zuzüglich VAT steht hier, das ist die Mehrwertsteuer. Einmal mit 5 Euro im Monat und einmal mit 10 Euro im Monat. Da seid ihr dann ein echter Punk-Silberrücken. Hier bekommt ihr aber auch was zurück. Das Geld äh, nehme ich nicht alles nur für mich. Da bleibt ungefähr die Hälfte, also 60 Euro, bleiben bei mir, weil der Rest geht wieder zurück an euch. Und zwar gibt es hier einen exklusiven ein Kaffeebecher, dann gibt es ein Halstuch. Nach sechs Monaten wird euch das zugeschickt. Dann gibt es ein exklusives T-Shirt, das wird euch nach neun Monaten zugeschickt. Und es gibt einen Jutebeutel in Schwarz, der wird euch nach zwölf Monaten Mitgliedschaft zugeschickt. Dieses ganze Verschicken übernimmt Patreon. Da braucht ihr keine Angst haben, dass ich es hier nicht auf die Reihe kriege. Äh, Patreon sind da, das sind die Profis auf diesem Gebiet. Also das läuft alles sauber. Das hier, das ist der P Kaffeebecher. Mit mir nicht mehr. So sieht das Ganze aus. Ganz nett das Design, wie ich finde. Schön auch mal für die Arbeit, ne? Oder keine Ahnung, ja, wenn du Lehrer bist, im Lehrerzimmer, mal einfach stehen lassen. So sieht das Ganze aus, ne? Mit Frühstücksbrett, mit mir nicht mehr. Das Ganze als Nackentuch, Halstuch, wie auch immer, gerade gut für den Winter, aber auch nutzbar als Haarband, als Haargummi. Ganz wunderbar. Ja, und das hier ist die, der Jute-Beutel, auch hier mit mir nicht mehr. Das Logo ist überall gleich, damit es jeder sehen kann. So sieht das Ganze aus. Man kann hier auch sehen, es hat eine schöne Größe. Und nach neun Monaten gab es dann das T-Shirt. Ein T-Shirt, auch hier mit dem Logo, mit mir nicht mehr. Wer mich einmalig unterstützen möchte oder keine Ahnung, vielleicht zweimalig oder dreimalig, ohne feste Monatsmitgliedschaft, der kann mein Buch kaufen, die mir. Das Manifest der neuen Menschheit. Hier habe ich angefangen 2017 zu schreiben eine Geschichte, die sich auch über einen großen Reset dreht, aber nicht so, wie wir ihn gerade erleben. Denn ähm, der Wunsch, dass unsere Welt einfach mal auf den Nullpunkt fährt, weil wir, weil alles so überbläht ist, der, der schwelte schon viele Jahre in mir und ich habe dann mit einem Co-Autor dieses Buch geschrieben und da dreht sich ganz einfach um eine feindliche Übernahme. Mehr will ich dazu nicht sagen. Es sind verschiedene einzelne Geschichten, die im Ganzen aber zueinander passen. Ja, ich finde es natürlich super. Wo kriegt ihr das eigentlich? Auf Amazon. Auf Amazon ist das zu finden für 12,99 Euro. Da bleiben ungefähr 4 Euro bei mir. Das wird euch innerhalb von vier Tagen zugeschickt. Auch hier durch, wenn ihr das bestellt, dann wird es gedruckt durch Books on Demand, so nennt sich der Service. Auch hier wird von mir persönlich nichts verschickt, dass ihr Angst haben müsst. Da wird irgendwas nicht verschickt und das Geld wird kassiert. Ja, das ist die Möglichkeit, mich in Zukunft zu unterstützen. Ich bedanke mich bei allen Followern, bei allen, die diesen Kanal gesehen haben, gefolgt haben, äh, kommentiert haben oder Videos geliked haben. Bedanke ich mich für euren ganzen Support. Was wäre mein Kanal ohne euren Support? Und ich will auch Danke sagen schon mal für die Zukunft. Wir sehen uns hoffentlich auf meinem Patreon-Kanal. Ganz kurz nochmal der Hinweis, der Patreon-Kanal, der ist auch dafür da, in diesen Monatsgutschriften besondere Videos hochzuladen. Ich kann hier bis zu 100 Stunden Videomaterial hochladen. Etwas Besonderes, ich denke, das werden wir auch machen in Zukunft. Ähm, ich werde aber keine wichtigen Videos meinem Hauptkanal entsperren. Wenn, werdet ihr hier vielleicht mal Videos finden zu mir persönlich, persönliche Geschichten, wie auch immer. Bei euch bedanke ich mich. Und weiter geht's. Ja, das zum Thema ähm, Unterstützung eines wirklich wertvollen YouTube-Kanals. Vielen lieben Dank schon mal dafür. Zurück zum Thema. Der Artikel im Spiegel aus dem Jahr 2018, das sehen wir hier, hier unten, 2018 wurde der veröffentlicht, ähm, spricht hier über die... Gesundheitskrise 2009. Nebenwirkung, Vertrauensschwund. Der Pharmakonzern GlaxoSmithKline hat Hinweise auf Nebenwirkungen seines Schweinegrippe-Behandlungsstoffes ignoriert. Das ist doppelt fatal für die Betroffenen und für die Debatte um Behandlungen allgemein. Ja, also schon hier in der untersten Überschrift schon mal so wie, ne, dass man denkt, äh, wo kommt ihr denn jetzt her? Äh, das hört sich richtig gut an. Ja? Rückblickend war die Schweinegrippe-Pandemie, hier wird es auch genannt, Ja, in Wahrheit eher eine weltweite Massenhysterie. Oh, das kennen wir ja irgendwo her. Heute kann man kaum noch glauben, dass alles wirklich so passiert ist, wie es passiert ist. Ja, das geht uns 2023 auch so kann nicht fassen, dass niemand irgendwann auf den Tisch gehauen und gesagt hat, Leute, jetzt wacht doch mal auf. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Der Spiegel schreibt das 2018. Zwei Jahre, bevor es hier erneut losgeht. Als wenn man uns hier so ein bisschen etwas in Erinnerung rufen will. Aber funktioniert hat's natürlich nicht, ne? Aber hier, ne, wie sie das liest, ne? Leute, jetzt wacht doch endlich mal auf. Hier soll also einer auf den Tisch schauen. Ja, lass uns mal weiterschauen. Das ist hier schon wieder äh, heftig, heftigst interessant. Wie aufgescheuchte Hühner saßen die Seuchenschützer der WHO in den frühen Morgenstunden des 24. April 2009 zusammen. Es war die erste Krisensitzung. In den Köpfen der Teilnehmer spukte das Bild einer verheerenden Schweinegrippe-Pandemie mit Millionen von Toten. Die Angst im Raum war greifbar. Unfassbar, ne? Hier hat es dieses Szenario schon einmal gegeben. Ja, und <laughs> 10, 11, 12 Jahre später ähm, ja, haben die Politiker das alles vergessen. Der Wolfgang Wodak war damals mit dabei. Ne, das war ja auch der erste, den ich in einem Interview gesehen habe, wo ich meine Angst verloren habe, weil er so ganz easy und ganz locker und ganz ruhig von diesen ganzen Irrsinn gesprochen hat. Ne, 2020, ich glaube, es war der 13 dritte 2020 damals noch auf dem Kanal Rubicon im Interview mit Jens Lehrich, den kennen wir ja auch heute alle unter Fair Talk, hat ja auch wirklich Erfolge gefeiert, im Moment wirklich Erfolg, Erfolge. Das neue Influenzavirus, das sich anschickte, den Erdball zu umrunden, eher harmlos sein könnte, diese Idee kam erstmal keinem. Muss dir vorstellen, ne? Der, der der Spiegel geht hier schon am Anfang des Artikels davon aus, dass das alles gar nicht so schlimm sein könnte und warum die denn alle so durchdrehen. Die Schweinegrippe-Pandemie, die die Glaubwürdigkeit von Behörden wie WHO, Robert Koch und Paul-Ehrlich-Institut nachhaltig erschüttert hat, ist ein Lehrstück dafür, was passieren kann, wenn Hektik und hochkochende Emotionen die Diskussion bestimmen und nicht Nachdenklichkeit, Fakten, Ehrlichkeit und ein klarer Kopf. Jetzt haltet euch fest, was jetzt kommt. Sie ist ein Paradebeispiel dafür, was passieren kann, wenn Querdenker nicht gehört werden. Das Wort Querdenker wird hier schon benutzt. Das Wort Querdenker und dieses Narrativ, dass die Querdenker so schlecht sind, das gab's schon, das gab's hier schon. Heftig. Heftig, wie ich finde, absolut heftig. Der Epidemiologe Tom Jefferson, der für die Cochrane Collaboration und die University Oxford Universität, Entschuldigung, Universität Oxford arbeitet und bereits im Juli 2009 im Spiegel vor einer Influenza-Hysterie warnte und den Sinn einer Behandlung in Frage stellte. Aha. Also so eine Art ne, damaliger Robert Malone oder Susharit Bhakti, ja. Stattdessen hielten die Behörden wie in einem kollektiven Wahn an der Vorstellung eines tödlichen Pandemievirus fest. Auch als alle Zahlen längst klar darauf hindeuteten, dass man von der Schweinegrippe nicht allzu viel zu befürchten hatte. Und empfahlen die Massenbehandlung mit dem kaum erprobten Impfstoff Pandemrix. 30 Millionen Menschen in ganz Europa bekamen sie. Wahnsinn, diese Parallelen sind wirklich Wahnsinn. Jetzt leiden rund 1300 der Behandelten lebenslang an eine Narkolepsie, einer schweren neurologischen Erkrankung, die sie immer wieder unerwartet einschlafen lässt. Oh Gott, wie fürchterlich. Der Zusammenhang mit der Behandlung ist nach Aussage des Herstellers, Smith klein, zwar noch nicht bewiesen, wahrscheinlich ist er trotzdem. Guckt euch das mal an. Hier kommt die Presse an und sagt, wir haben noch keine Zahlen und nichts, aber äh, die Realität äh, lässt es sehr wahrscheinlich wirken, dass es halt an dem Produkt dieser Firma liegt. Musst du dir vorstellen, ja, wie wir Querdenker jetzt in den letzten Jahren gekämpft haben, um Beweise nach vorne zu bringen und die werden ja wirklich und das kann man hier ja auch sehen. Die Mainstream-Medien, die können ja kritisch sein. Wenn Sie eben wollen. Und 2018 wollten Sie hier auch kritisch sein zu diesem Thema, ne? Zwei, zwei Jahre später wollten Sie das dann plötzlich nicht mehr, hatten alle Türen zugemacht. Und jetzt hat man das Gefühl, die verstehen das gar nicht, wovon wir reden. Doch, doch. Und dieser Artikel zeigt es uns. Sie verstehen ganz genau, wovon Sie reden. Oder wovon wir jetzt reden, ja? Hätte es irgendeinen Weckruf geben können, irgendein Ereignis, eine Information, die den Verantwortlichen vielleicht rechtzeitig die Augen geöffnet hätte? Ja, die wussten es genau wie heute auch. Ja, vielleicht ja. Jefferson, also der Professor der Epidemiologe, ist im Rahmen eines Pandemix-Prozesses auf Daten von gemeldeten Behandlungsnebenwirkungen gestoßen. Gesichtsnehmungen zum Beispiel. Aha, kennen wir auch Justin äh, Justin Timberlake nicht? Justin Bieber, ja, der hat auch Gesichtslähmung plötzlich. Zuckungen, okay. Gefäßentzündungen, da fällt mir jetzt nur den, der verstorbene Professor Dr. Arne Burkhardt ein. Und Gehirnentzündungen, da fällt mir auch derselbe Professor ein. GlaxoSmithKline und die zuständige Arzneimittelbehörde EMA hätten demnach schon in den ersten Monaten des Jahres 2010 gegen Ende der Gesundheitskrise auf Sicherheitsprobleme von Pandemrix aufmer aufmerksam machen können. So schlug erst im Sommer 2010 der finnische Arzt Marco Pantinen wegen einer Häufung von Narkolepsiefällen Alarm. Ja, musst du dir vorstellen. Das ist so ähnlich wie mit diesem anderen Ausweichmedikament. Da wird auch gesagt bei YouTube, wenn du sagst, dass es dieses Medikament gibt, dass es die, dass dieses Medikament wirkt, dann wird das Video gesperrt. Musst du dir vorstellen? Eine Zensur ist das und das muss ich auch noch mal ganz deutlich sagen. Ne? Äh, Meinungsfreiheit steht im Grundgesetz, im deutschen Grundgesetz. Jeder, der uns hier zensiert, auch diese Digitalkonzerne, verstoßen gegen das Grundrecht in Deutschland. Das ist eine kriminelle Handlung, meine Lieben. Um das mal ganz deutlich zu machen, dass eine kriminelle Handlung ja, bei einem kaum erprobten Behandlungsstoff die gemeldeten Nebenwirkungen nicht sofort genauestens zu untersuchen und die Ergebnisse schnellstens zu veröffentlichen ist fahrlässig. Ja und kriminell natürlich. Fahrlässigkeit, ne? Fahrlässige Körperverletzung, heftig. Das ist richtig schweres Delikt. Vielleicht wären einige wenige Menschen dann nicht mehr behandelt worden. Die Zahl der Narkolepsiekranken wäre dann vermutlich etwas kleiner. Stattdessen, vermutet Jefferson jetzt in einem Artikel im British Medical Journal, wurden die Daten wahrscheinlich nicht einmal systematisch ausgewertet. Ja, und jetzt, in der jetzigen Gesundheitskrise, wurden sie wahrscheinlich sogar systematisch verdrängt, wahrscheinlich sogar vernichtet. Tom Lausen, ja, ähm, Corona-Ausschuss, äh, ähm, im, ähm, im Landtag in Brandenburg war es, glaube ich, ja. Ähm, anberaumt durch die Brandenburger AfD. Ja, da ist es ja herausgekommen. Nee, nee, äh, Wahnsinn. Natürlich könnte es auch eine ganz einfache Erklärung für die vielen gemeldeten Nebenwirkungen geben, dass über pandemix damals rauf und runter diskutiert wurde in den Medien. Doch selbst wenn es so wäre, ist das, was Jefferson berichtet, ein Skandal. Tja, da möchte man sich bei diesen Worten fast beim Spiegel bedanken, dass sie damals noch äh, klar denken konnten. Ne? Nicht nur könnten Behandlungsgegner dadurch neuen Stoff für Verschwörungstheorien bekommen, selbst wer sich klar macht, dass es etwas völlig anderes ist, einen kaum erprobten... Da Impfstoff wie Pandremix gegen, gegen eine vergleichsweise harmlose Erkrankung wie die Schweinegrippe zu verabreichen, als einen seit Jahren weltweit eingesetzten Behandlungsstoff gegen eine wirklich gefährliche Krankheit wie Tetanus oder Diphtherie, dass also kein Anlass besteht, sein Kind jetzt nicht mehr behandeln zu lassen. Selbst bei dem ist das Vertrauen in Impfstoffhersteller und Behörden erst einmal erschüttert. Ja, Leute, aber hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht. Nur zwei Jahre später. Gut, okay, es sind dann zwölf Jahre später. Äh, Moment mal, 2009 äh, sind bis äh, 20, sind elf Jahre. Ja. Gut, äh, ist natürlich klar. In elf Jahren läuft viel, viel äh, Wasser die Elbe runter. Das haben sie alle vergessen. Tja, merkwürdig. Vor allem aber sind Daten wie die, die Jefferson jetzt entdeckte, Informationen, wissenschaftliche Erkenntnisse einfach unglaublich wichtig in einer emotional aufgeheizten Situation wie einer Pandemie. Sie sind das Einzige, woran man sich halten kann zwischen lauter Mutmaßungen, Ängsten, Interessenkonflikten und Hektik. Nie, wirklich nie dürfen sie unterdrückt, unterschlagen oder abgetan werden. Tja, ich sag nichts mehr dazu. Eine wichtige Information kann sein wie ein Mensch, der auf den Tisch haut und sagt, Leute, jetzt wacht doch mal auf. Das war Bodo Schiffmann im Übrigen. Ganz am Anfang hat Bodo Schiffmann gesagt, Leute, jetzt wacht doch mal auf. Seine YouTube Videos wurden gelöscht. Sein YouTube Kanal wurde gelöscht. Er wurde Denunziert, aus dem Land getrieben. Man hat seinen Mietvertrag in der äh, Klinik gekündigt, wo er seine Praxis hatte. Er war nach eigenen Worten der erfolgreichste HNO-Arzt äh, deutschlandweit oder sogar europaweit. Er hatte eine Reputation ähm, und ähm, ja, er wollte seine Praxis verkaufen. Zu ihm sind sogar Scheichs gekommen, die sich von ihm behandeln lassen wollten. Ist das nicht irre? Ich lese diesen Artikel neulich, ich finde ihn und denke so, Moment mal, was? Haben die was durcheinandergebracht? Warum sprechen die denn in diesem Artikel von Schweinegrippe? Bis ich das Erscheinungsjahr sehe, 2018, und mir denke, tja, lieber Spiegel und äh, restlichen Kollegen, diese Art der Berichterstattung könnt ihr also, diese Art der Kritik könnt ihr also. Das heißt, man hat euch sozusagen mundtot gemacht von vornherein. Durch Bezahlung, durch was weiß ich, Spenden von Gates, durch was weiß ich, eine Anweisung von oben direkt aus Berlin, ich weiß es nicht. Aber damals habt ihr noch funktioniert. Und weil, weil jetzt wirklich das Kind in den Brunnen gefallen ist, ich ne, will das Thema Gesundheitskrise jetzt nicht nochmal im Einzelnen hochkochen. Wie jeder von uns hat das in Erinnerung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Überall auf Social Media erwähnen diese, die Menschen immer noch dieses Thema. Es ist nicht vergessen. Wir vergessen nicht, Leute. Weil, und das ist so, ne, wenn dir vor Jahren mal jemand das Bein gestellt hat und du bist hingefallen und hast dir am Kantsteine Platzwunde geholt, die verheilt auch wieder und es ist dann auch nichts passiert. Aber du vergisst es nicht. Und das, was hier passiert ist, ist so heftig, so schlimm für uns. Und für die Menschen gewesen, dass sie automatisch nicht vergessen können. Da kann, äh, der größte Krieg ausbrechen, es wird nicht vergessen. Und da können also, kann, kann die Elite also Gift drauf nehmen, dass wir diese Abrechnung machen werden. Ganz sicher. Ja, da können die uns noch einen Ukraine-Krieg, noch einen Israel-Krieg vorschieben. Das wird nichts bringen. Ja, man kann also sozusagen, ähm, diese, diese Schramme, die man durch den Sturz bekommen hat, die wird nicht vergessen werden, nur wenn man danach noch eine Schramme bekommt. Ja. Also, deswegen ist es so wichtig, dass wir das ZAAVV unterstützen. Das Zentrum für Aufklärung und, lass noch mal eben schauen, wie nennt sich das? Äh, pff, die Hauptseite Zentrum für eine Sekunde. Zentrum für Aufklärung und, das kann doch jetzt nicht wahr sein, aber es ist auch wirklich ein komplizierter Name. So, hier haben wir es ja, hier ist die Hauptseite. So, Zentrum zur Aufarbeitung, Aufklärung, juristischen Verfolgung und Verhinderung von Verbrechen gegen die Menschheit aufgrund der Maßnahmen. Angelehnt an Artikel 7 römisches Statut des internationalen Strafgerichtshofes, der ja leider auch schon fürchterlich gefehlt hat. Aber jetzt mal zurück zu dieser Seite hier, das ist die Seite mitmachen.zaavv.com. Ich will mitmachen bei der Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen aufgrund der Maßnahmen. Unsere täglich wachsende Gemeinschaft an Fördermitgliedern zeigt, dass die meisten Mitmenschen inzwischen verstanden haben. Eine Wiederholung in der Zukunft zu verhindern, um eine Wiederholung in der Zukunft zu verhindern, sind Aufarbeitung, Aufklärung und juristische Verfolgung der Geschehnisse bedeutend. Und ich möchte auf eins äh, hinweisen, was hier gemacht wird. Die haben ganz tolle Projekte. Hier sind auch mal ein paar fiese Bilder. Systematische Fallerfassung. Die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Krisenviruspolitik haben bei mir zu Leid oder anderweitigen Schäden geführt. Mit dem Formular der Fallerfassung steht mir ab sofort erstmals eine technische Infrastruktur zur Verfügung, die es ermöglicht, die erlebten Geschehnisse im Zusammenhang mit den Krisenvirus-Maßnahmen zu dokumentieren und zu archivieren. Jeder Vorfall, auch wenn er mir noch so klein erscheint, ist für die Erfassung des Gesamtgeschehens wichtig. Schreibt bitte hier rein, was euch passiert ist, systemische Fallerfassung. Und wenn ihr jetzt hier mir etwas gespendet habt über Patreon oder mein Buch gekauft habt oder äh, über Amazon, und noch ein bisschen Geld überhaupt. Und hier vielleicht auch sogar schon Fördermitglied seid beim ZAAVV. Dann könnt ihr auch Gro Großflächenpate werden. Und das muss ich sagen, finde ich eine ganz, ganz tolle Idee. Ähm, lass uns mal äh, ganz kurz schauen. Großflächenpate werden. Ich möchte auch Großflächenplakate in meiner Stadt und Region sehen, um meine Mitmenschen auf das ZAAVV aufmerksam zu machen. Gerne. Unterstütze ich das ZAAVV, indem ich die Buchungskosten für eine oder mehrere Großflächenwerbungen übernehme. Bei individuell bei individuell, äh, Anfragen, Richtwert, eine Fläche ab circa 300 Euro. Für wie lange steht jetzt hier nicht, das ist nur eine grobe Umschreibung. Aber lass uns mal schauen, ob Sie noch ein paar Bilder parat halten. Wir kennen ne, diese großflächigen Ne, Bushaltestellen, Werbeplakate an wo auch immer. Hier auch zum Beispiel. Und hier auch. Ich habe auf Twitter neulich ein Originalbild gesehen. Ganz toll. Und das ist auch etwas, wo ich sage: Okay, damit kriegen wir auch, damit kriegen wir auch die letzten Zweifler noch rum. Weil, überlegt mal, Leute: Ihr geht also jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit oder ihr steigt an dieser Bushaltestelle aus. Und die ganze Zeit habt ihr dieses Thema auch so in euch. Habt aber nie was gesagt. Ja? Und jetzt plötzlich steigt, steigst du und deine Arbeitskollegen an dieser Bushaltestelle aus. Da könnte es sein, dass der ein oder andere sich dazu bewegt fühlt, auch darüber zu sprechen. Ich sag mal, habt ihr das Plakat gesehen an der Bushaltestelle? ZAAVV? Ne? Die Aufarbeitung. Unsere Alten wurden abgeschottet und sind einsam gestorben. Hier dieser Text. Ne? Ja, also, es macht was mit den Leuten. Versteht ihr? Das ist Öffentlichkeit. Na, wenn das viele Menschen sehen, dann werden die Leute ermutigt werden, darüber zu sprechen. Und selbst wenn es keine Diskussion ist, wenn sie einfach nur, wenn sie einfach nur das Gefühl kriegen, okay, jetzt ist es sogar auf den Werbeplakaten so, jetzt sieht man es vielleicht auch im Mainstream mal, jetzt wird es auch Zeit für mich einfach mal zu sprechen. Also wer da Lust hat und ein bisschen Geld übrig hat, ich finde das absolut klasse, diese Geschichte, was das ZAAVV macht. Hier ist ja Ralf Ludwig mit verbunden und noch viele andere. Ne? Vielleicht, falls der ein oder andere das nicht mehr in Erinnerung hat. Ich persönlich, wie gesagt, ich finde das, also ich bin richtig bewegt. Ich finde, das ist eine ganz, ganz großartige Aktion. Vielleicht könnte man das auch in gemeinsamer Arbeit irgendwie einmal probieren. Ne? Dass man äh, vielleicht auch mal probiert, hier mal Spenden zu sammeln. Um tatsächlich so ein, so ein äh, Projekt hier mal in Angriff zu nehmen. Ähm, falls euch das interessiert, hier äh, jetzt Großflächenpate werden und vor allen Dingen eben auch, hier steht es eben, in meiner Stadt und Region zu sehen. Also das kannst du sozusagen dann für deine Stadt machen. Finde ich super. Äh, Printmedien verteilen, hier kann man sich ähm, Daten runterladen. Ähm, Aufkleber bestellen, Faltblätter bestellen oder selber drucken, Postkarten bestellen und die verteilen. Selbst in meinem Bekanntenkreis ist es jetzt so weit, dass die Leute schon kommen und sagen, ah, ich habe zu wenig gemacht, weil ich habe ja auch keinen YouTube-Kanal oder ich habe keine Demo besucht so richtig, aber ich habe das Gefühl, ich möchte, ich möchte ähm, Sachen verteilen. Und besser geht es gar nicht. Besser geht es gar nicht. Bestellt euch hier Postkarten, bestellt euch Faltblätter oder druckt euch das aus und druckt das selbst, damit wirklich... Ja, am Ende dieses ganzen Wahnsinns klar wird, wer die Schuldigen sind, und dass wir also in einer neuen Zeit so einen Artikel wie der Spiegel ihn hier 2018 über das Jahr 2009 geschrieben hat, dass wir sowas tatsächlich auch in der Zukunft lesen können, dass wir wieder kritische Medien bekommen. Tja, meine Lieben, von meiner Seite aus war es das schon. Schaut mal nach, ZAVZ aavv.com oder mitmachen.zaavv.com Richtig großartig. Ich werde den Link dazu hier unten in... Ähm, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ob ich das machen kann. Ich werde diesen Link auf meinem Twitter-Kanal veröffentlichen. Wer also sich das anschauen will, weil YouTube sich immer ins Höschen macht wegen... Äh, ja, du bist verantwortlich dafür, was hinter den Links steht, die du verteilst. Und insofern werde ich da auf die sichere Seite gehen. Auf meinem Telegram-Kanal findet ihr diesen Link und ihr findet ihn auch auf meinem Twitter-Kanal. Für jeden eine absolute Empfehlung. Ich würde mich würde auch interessieren, wenn es der ein oder andere mal macht, dass man da auch mal informiert wird. Da könnt ihr mir gerne auf meinem Twitter-Kanal schreiben oder gerne auch auf meinem Telegram-Kanal schreiben, wenn ihr sowas vorgenommen habt und vielleicht hängt das Plakat schon macht vielleicht ein Foto ja oder irgendwie so ja für mich war es das heute schon ähm, vielen Dank für euren ganzen Support ähm, in der Vergangenheit und ich danke euch auch schon mal für die Zukunft ähm, wenn ähm, du schon einen Kommentar geschrieben hast ist das super vielen lieben Dank dafür wenn du mein Video schon geliked hast finde ich das klasse und bedanke mich auch bei dir dafür und am besten wäre es wenn du meinen Kanal auch noch abonnierst und dabei Musst du aber, da geht so ein Fenster auf und dann kannst du drei Glocken sehen. Und wenn du dann die obere Glocke aktivierst, dann wirst du umgehend informiert, wenn ich hier neue Inhalte auf meinem Kanal hochgeladen habe. So gehst du sicher, dass du in der Zukunft nichts Wichtiges mehr verpasst. Denn was die Zukunft bringen wird, das weiß keiner so genau. Eins weiß ich allerdings sicher. Wir, wir sehen uns auf diesem Kanal auf alle Fälle wieder. Thank you